نعم الله صلى الله عليه وسلم هرتين لوب gebührt الله dem Herrn und Frieden und Segen sei auf dem letzten Propheten, dem Propheten Muhammad. An alle Zuschauer, liebe Zuschauer, wir möchten eine Thematik ansprechen und ich möchte etwas ansprechen, was sehr wichtig ist und auch was sehr verbreitet ist. Es geht sich ja natürlich um die Suizid und um den Suizid und um suizide Leute, die Gedanken haben, sich das Leben zu nehmen. Aufgrund, vielleicht weil sie denken, dass sie damit glücklicher werden oder dass gewisse Probleme damit aufkommen. Als allererstes ist es so, dass wenn man sich das Leben nimmt oder wenn man von Problemen wegläuft, ist es, dass keine Probleme löst. Es erzeugt Probleme. Probleme löst man, indem man sich Kraft nimmt und Unterstützung und sich Probleme stellt im Leben. Was Suizid angeht, ist es auch so, dass es natürlich einer der 10 Haupttodesursachen, einer von den 10 Haupttodesursachen in Deutschland ist. Und bei den jüngeren Leuten ist es der zweitmeist Todesursache nach dem Verkehrstod. Und das ist wirklich krasse Zahlen, wenn man dann hört, dass es im Jahr 2008, ich habe die Zahlen natürlich hier vor mir ausgedrückt, im Jahr 2008 9.331 Personen an dieser Sache starben, an Suizid. Und das sind Zahlen, die bekannt gegeben wurden. Ich habe selbst gelesen im Internet, dass es sogar nicht alle Fälle, Todesurfälle, auch mit dem Suizid dann in Verbindung gebracht werden wollen. Und deswegen, wir können von den Zahlen sprechen, die da sind. 9.331 Menschen, das ist wirklich krass. Und viele suchen sich natürlich verschiedene Methoden. Der eine hängt sich an, die viele Giften nehmen oder was weiß ich, Überschuss an Tabletten und gewisse Medikamenten. Mir tut das dann natürlich weh, wenn ich darüber höre oder wenn man darüber mitbekommt, weil ich finde das sehr schade. Und ich will mit diesem Video auch die Hand reichen an jeden Menschen, der solche Gedanken hat. Ich habe mitbekommen, dass sogar im Internet Leute darüber zu propagieren oder sogar im Internet sie schreiben, um sich zu treffen und um sich selber das Leben zu nehmen. Das geht krass weit. Und wir möchten diese Menschen helfen. Ich habe auch gelesen, dass natürlich dass diese Zahlen schwanken, dass das auch abnimmt in Deutschland teilweise, mal wieder zunehmend, je nach Jahr immer die Zahl schwankt. Aber 9.331 sind nicht wenige Menschen. Das sind wirklich sehr viel. Und ich möchte diese Menschen die Hand reichen und sagen, guck mal, ist das so, dass du vielleicht diese Gedanken hast, geht es dir im Leben so schlecht oder hast du Probleme mit Leuten, mit Mitmenschen, mit Mitschülern, ist das wegen Mobbing, ist das wegen irgendeinem bestimmten Grund? Bevor du dir die Tat begehst, die sehr schrecklich ist, dir das Leben zu nehmen, weil die Seele ist das Wertvollste, das Menschen in diesem Leben, was keiner Menschen hergibt, dann wäre das vielleicht ein Schritt, uns bei uns zu melden, mir mal eine E-Mail zu schreiben oder uns vielleicht anzurufen, weil ich habe mit solchen Menschen öfters gesprochen und die haben schon zu Menschen geholfen, dass sie weiterfinden im Leben. Weil glaub mir, ich weiß, dich bedrängt das, aber das, was dich bedrängt, wirst du sehen, dass das etwas Kleines ist. Dass das etwas ist, was man im Leben schafft zu meistern und das Leben dann weiter in Lauf nimmt. Und es gibt manchmal Sachen, die muss man einfach zur Seite lassen, die dich so sehr bedrängen, weil ich weiß, die meisten Menschen, die dazu greifen, sind auch depressiv. Es gibt Dinge, du musst gar nicht depressiv darüber sein, du kannst sie zur Seite stellen. Ich weiß, es ist einfacher, darüber zu reden, als selber damit in Verbindung zu sein. Ich danke Allah, ich danke Gott, dass ich nicht diese Gedanken habe, natürlich. Und ich glücklich lebe, aber ich gönne das an anderen Menschen auch, glücklich zu leben. Und dass diese Gedanken von diesen Menschen fernbleiben. Deswegen reichen wir die Hand zu den Suiziden. Ihr könnt mir gerne schreiben über YouTube, ihr könnt gerne schreiben auf meine E-Mail-Adresse, die wird dann noch eingeblendet. Und wir können mal uns austauschen und unsere Gedanken austauschen und miteinander sprechen, damit das nicht passiert, damit nicht so eine Tat vorkommt, weil das wirklich. Du nimmst dir damit das Leben und das Leben ist das. Nimm dir das Leben nicht, weil so löst du keine Probleme. Vielleicht in diesem Moment, aber im Nachhinein wirst du erfahren, dass das nicht gut war im Jenseits. Und wisst ihr, was krass in meiner Recherche gegenüber dem Suizid, also ich habe darüber nachgeforscht. Das Krasse, was ich gefunden habe in dieser Hinsicht war, dass erstmal in den meisten muslimischen Ländern solche Zahlen nicht gibt, über suizidkranke Menschen. Es kaum welche gibt, null. Fast sogar in Saudi-Arabien und andere Länder. Das ist wirklich erstaunlich. Ne? Und wenn es dann gibt, dann sehr geringe Zahlen. Das heißt, der Islam ist schon eine Lösung, auf jeden Fall, also für mich sowieso. Solltet ihr euch vielleicht überlegen, euch mit dem Islam befassen. Und zweitens, das ist in der Schweiz, ein Land, was immer neutral ist, eigentlich gute, viele Arbeitsplätze und die Leute arbeiten, verdienen gutes Geld dort und ein gutes soziales Umfeld haben, das in der Schweiz. 1300 Menschen bis zu 1400 Menschen durch Suizid jährlich sterben. Das ist wirklich krass, also für dieses Land, das nur sozial stark ist. Ich will nicht mit beleidigen, aber ich meine, es musste zum Nachdenken gehen. Das heißt,
Viele denken, man kann nicht suizidkrank, wenn man Geld besitzt oder wenn man irgendwas. Nein. Ich denke nicht, dass das die Hilfe ist. Der Mitmensch, das Zuhören und der Selbstbewusstsein. Und das gibt auch der Islam. Aber trotz dessen, ob du jetzt vorhast, Muslim zu hören, ob du vorhast, um Islam zu interessieren, mir geht es darum, melde dich bei mir, wenn du diese Gedanken hast, wenn es solche Gedanken bei dir sind. Und wir versuchen dir zu helfen, 100%ige Sicherheit. Ich werde versuchen, dir zu helfen, so weit wie wir können. Und diese Botschaft geht an alle, die dieses Video sehen. Wenn ihr Leute kennt, ihr könnt dieses Video weitergeben. Mubarakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frieden und Segen sei auf jene, die Rechtschreitung folgen. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.